Ichibichi Dichibichi, keine Ahnung, wie der Platz hier heißt. City Park von Columbus, Montana. Nicht Ohio. Nicht Ohio. Das ist er. Super schöner Platz. Direkt am Yellowstone River. Und schön verteilt. Man sieht ja den Nachbarn hier so. Das ist alles schön verteilt. Und wir waren sehr zufrieden für eine Nacht. Länger würde ich auch nicht bleiben wollen, weil ein störender Faktor, die Eisenbahn. Sagen wir mal, 200, 300 Meter von hier geht die vorbei. Ja, nicht so schön. Aber für die Nacht ging's, ne? Ja, und heute geht's weiter. Richtung Yellowstone! Ja, wir haben ja gestern am Bighorn River geparkt und diese Nachbarn da hinten, und wir sind jetzt 130 Meilen sind wir gestern gefahren, diese Nachbarn dort waren unsere einzigen Nachbarn gestern. Zufälligerweise sind die auch heute wieder unsere Nachbarn. Also so klein ist die Welt, ne? Dabei sind das hier zwei große Plätze. Das ist hier ein großer Loop und dann kommt noch mal einer. Die hätten auch überall anders stehen können, aber die stehen tatsächlich wieder auf ungefähr gleicher Distanz wie gestern. Ja, so ist es, ne? Die Welt ist sehr klein, auch in Amerika. Gut, sind wir gleich wieder auf der Straße. Wir sind im Post Office in Columbus, Montana. Thank you. You're welcome. Thank you. So, und wir haben offiziell jetzt unsere License Plates verschickt nach South Carolina. Und so großzügig wie wir sind, haben wir auf den Tax Return verzichtet, also auf die Rückzahlung der Steuern, die uns eigentlich zustünde, sag ich mal, die uns zusteht. Aber weil das jetzt alles noch so kurz ist und das wirklich nicht viel Geld ist, sehr wahrscheinlich würde die Porto viel mehr kosten. Das Porto mehr kosten. Weil das muss uns dann wieder hinterher geschickt werden. Genau. Meine Frau hat entschieden, wir donaten das dem Staat des South Carolina, weil wir so gute sind. So sind wir. So, Missy hängt ein bisschen in der Seile und ich hoffe, das liegt am Parkplatz. Die steht ganz schön schräg. Ja, es geht weiter. Es geht los Richtung Yellowstone. Keine Prärie, sondern ich versuch's doch zu zeigen, wir fahren gerade wieder runter. Die schneebedeckten Berge der Rocky Mountains. Hier unten der Fluss. Wie sieht man das? Da oben, da wo man.
30 von der Interstate runter. Und fahren jetzt Richtung Yellowstone. Hier stand schon Watch for Wildlife. Ja, dann heißt es jetzt Daumen drücken, dass wir noch einen schönen Stellplatz bekommen. Und was will er noch mehr Angle Access? Wir wackeln zu unserem Stellplatz. Da ist der Yellowstone River und hier ist eine freie Picknick. Man sieht es nicht so, ich muss mal immer so hier wackeln. Hier sind alles so dicke Steine. Und unter Schrittgeschwindigkeit im Schneckentempo wackeln wir jetzt hier hin. Das ist hier unser Platz. Genau so, dass wir da eine Tür haben. Ein bisschen einigermaßen gerade stellen. Ja, die Tür ist jetzt ein bisschen weiter vor, aber hey. Da sind wir. Da sind wir. Da sind wir am Yellowstone River mal wieder. Aber diese Nacht ja schon. Und ist doch geil, oder? Ja. Von hier aus können wir schön. Unser Basislager haben wir jetzt. Ja. Jetzt für zwei Wochen dürfen wir hier. Mal schauen, wie lange wir das aushalten. Bis der Schnee kommt. Guck mal, wann man im Yellowstone los ist. Ja. Aber von hier aus haben wir ein super Basislager. Wir können den Yellowstone mit Jupp erkunden. Wölfe im Yellowstone. Nee, die Schnecke. Ja, unser Platz, da sitzt der Cowboy. Ja, geil. Da kackt der Dackler. Der Kackler. Mitten im Kreis. Jo, hier füllt es sich auch schnell. Da drüben, die packen gerade auch ihre Sachen aus. Die sind gerade angekommen. Und wir haben ein bisschen noch ein Stück zurückgesetzt, denn wir haben hier unseren Weg zum Yellowstone River. Und viele, viele Camper. Kein Wunder. Bei so einem Platz vollkommen kostenlos. Der Hammer. Schön, dass wir noch ein Plätzchen gefunden haben. Sogar einen richtig offiziellen mit offizieller Feuerstelle. Hier sieht man auch viele aus Steinen gebaut. Aber wir haben sogar eine Bank. Kadisha! Und da sieht man die Butler. Ja, die machen doch hier Whitewater Rafting. Ja. Wir wollen ja genug Stromschnellen da.
Und da oben steht die Messi. Unser eigener Zugang. Kleiner Strand. Ich bin mit der Füße drin. Toller Platz. Traum.